35 Teilnehmer. Mal schauen, ob es alle heute schaffen bei dem Wetter. Also in Chemnitz zumindest schneit es noch ein bisschen. Heute früh fordern auch der Winterdienst, aber wer weiß. Ins Homeoffice möge es ja nicht so ganz nicht so ganz schwer sein. Okay, dann würde ich sagen, lieber Clemens, liebe Svenja, ihr gebt das okay, wenn es losgehen kann. Und dann können die anderen sich noch Stück für Stück einwählen, wenn noch jemand dazukommt. Von mir aus sieht das gut aus und ich glaube, die Technik hat Clemens gecheckt auch alles. Dann behalte ich ein bisschen den Chat im Blick. Viel Spaß. Vielen Dank. Okay. Dann ja, von meiner Seite nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Christine Vogel vom Zukunftszentrum Sachsen und wir treffen uns heute zu dem tollen Anlass gemeinsam in diesem Online-Seminar, um über das Thema digitale Zeiterfassung zu sprechen. Wir haben einen ganz tollen Gast heute mit dabei, die Frau Flack von Stil Echt Lederwaren, die sich gleich noch kurz vorstellen wird. Also wir haben heute auch ein Praxisbeispiel mitgebracht. Wir schauen einfach mal, was es für Möglichkeiten gibt. Technische Möglichkeiten, organisatorische Möglichkeiten auch für die digitale Zeiterfassung oder den aktuellen Rahmenbedingungen und eben was auch für gesetzliche Regelungen zu beachten gibt. Genau. Dann möchte ich einmal loslegen, Ihnen kurz ja, ein paar Infos geben zur Agenda. Ich hatte schon gesagt, wir planen heute circa eine Stunde. Wir werden ausreichend Zeit auch einplanen für Ihre Fragen am Ende. Wenn es aber in der Zwischenzeit Fragen gibt, also zögern Sie nicht, die gerne auch in den Chat zu schreiben. Das kriegen wir alles hin und versuchen, die auch bestmöglich zu beantworten. Ansonsten soll das Ziel sein, Ihnen auch mal ein bisschen vorzustellen, was hat digitale Zeiterfassung für Potenziale, für Möglichkeiten. Auch branchenübergreifend schauen wir, dass wir uns jetzt nicht nur auf den Einzelhandel konzentrieren, weil eben das Beispiel heute der Einzelhandel ist, sondern Ihnen auch die Möglichkeit geben, für Ihre Branche was Passendes zu finden. Dass Sie einfach feststellen können, vielleicht mit dem heutigen Online-Seminar, ob das was für Sie wäre. Bevor es losgeht, vielleicht noch eine ganz kurze Info. Wir treffen uns hier in einer Webkonferenz. Das heißt, Sie können einander sehen, zumindest mit dem Namen. Wir sind parallel aber auch live auf YouTube zu sehen und da können die Teilnehmer, die sich über YouTube eingeschaltet haben, nicht ihren Namen sehen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn Sie jetzt auch nicht möchten, dass Ihr Name gesehen wird, draußen in der Welt, dann die Wortmeldungen oder die Fragen gerne einfach in den Chat schreiben. Wir werden auch schauen, dass wir den Namen nicht mehr dazu sagen. Für wen das kein Problem ist, dann gerne einfach, wenn es soweit ist, eine Frage ansteht, einfach die Hand heben oder in den Chat schreiben oder das Mikro und das Video dazu schalten und sich an der, ja, an dem Gespräch mit beteiligen. Oder eben bis zum Ende warten, da sind Sie absolut frei. Ansonsten schauen wir, dass das Mikro während unserer Ausführung erstmal stumm geschalten wird, dass wir einfach die Hintergrundgeräusche soweit etwas minimieren können. So, Sie haben im oberen Feld hier oben nochmal eine Taskleiste. Also wer noch mit MS Teams noch nicht ganz so vertraut ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In Rot die Kamera ein-ausschalten, in Grün das Mikrofon ein-ausschalten. Und dann haben Sie die Möglichkeit, die Hand zu heben, beziehungsweise in den Chat zu schreiben. Das sind die Möglichkeiten, die wir heute haben. Probieren Sie es dann gern einfach mal aus. Gut, so viel zum Technischen vorweg. Ganz kurz ein paar Sätze zu meiner Wenigkeit. Ich bin Beraterin Arbeit 4.0 bei der IHK in Chemnitz, da jetzt seit einem guten Jahr für das Zukunftszentrum Sachsen in einer beratenden Rolle unterwegs. Das bedeutet, dass ich in der kompletten Region Chemnitz die Unternehmen betreue, vor Ort fahre oder jetzt aktuell viel natürlich auch in digitalen Terminen berate zu diversen Themen rund um das Thema Digitalisierung.
Zum Beispiel eben dem Bereich der Zeiterfassung. Wir haben aber im Projekt auch verschiedenste andere Themen, wie das Thema Homeoffice aktuell natürlich. Wir sprechen viel über Mitarbeiterkommunikation, über Führung, über die Zusammenarbeit im Team. Da gibt es diverse Themen, die sich bei uns finden. Also wer da interessiert ist, kann gerne auch nochmal unter www.zukunftszentrum-sachsen.de schauen und sich einen kleinen Einblick holen, was wir sonst noch so machen. Ansonsten gerne einfach mit Ihrem Thema bei uns melden. Ich hatte schon angekündigt, die Frau Flack ist heute mit zu Gast. Frau Flack, ich würde das Wort direkt gerne mal an Sie übergeben als unseren heutigen Gast. Vielleicht sagen Sie zwei Sätze, drei Sätze zu sich und ja, was Sie so machen, warum Sie heute dabei sind. Ja, also mein Name ist Franziska Flack. Ich habe 3 Lederwarenfachgeschäfte mit meinem Bruder zusammen in Freiberg und Mittweida. Und ich habe die Frau Vogel quasi darüber kennengelernt, dass ich jemand gesucht habe über verschiedene Seminare auch bei der IHK, wie mir die Zeiterfassung einfach erleichtert werden kann, als ständig Stundenzettel und Excel-Tabellen auszuwerten, aufzunehmen, mein Personal zu geben, gegenzuprüfen, wieder DATEV-konform irgendwo an den Steuerberater weiterzuleiten. Und so haben wir zusammengefunden und haben im letzten Jahr eigentlich sehr produktiv eine digitale Lösung gefunden, das Problem Zeiterfassung ja greifbar und auch auswertbar und zu vereinfachen, einfach für mich als Chef und Arbeitgeber. Perfekt. Vielen Dank. Ja, dann würde ich direkt einsteigen ins Thema digitale Zeiterfassung. Wozu brauchen wir das denn eigentlich? Ich habe die Diskussion tatsächlich schon des Öfteren geführt mit verschiedenen Unternehmen, weil nach wie vor doch in einigen Betrieben noch die handschriftliche Tabelle geführt wird und Arbeitszeiten zu erfassen. Und ich habe einfach mal geschaut, was zum einen aus der Erfahrung mit Frau Flack, wo wir ja doch intensiv uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben, zum anderen auch aus vielen Gesprächen, was da so die ja, Für und Wider waren, aber vor allen Dingen die Punkte, die dafür sprechen, dass man sich für eine Variante der digitalen Zeiterfassung entscheiden könnte. Und ein ganz großes Thema jetzt aktuell ist ja mit der Homeoffice-Pflicht, die seit gestern gilt, flexible Arbeitszeitmodelle zu unterstützen. Das heißt, in Unternehmen, wo Arbeitszeitkonten herrschen, wo es Gleitzeitmodelle gibt, wo es Teilzeit-, Vollzeit-Varianten gibt, vielleicht auch noch ja, Arbeitskräfte, die nur ein paar Stunden arbeiten, dann wird es hochkomplex, wenn es darum geht, die Zeiten dann auch später, nachdem sie eben verrichtet sind, an der Lohnbuchhaltung zu melden. Oder auch jetzt im Vergleich mit Homeoffice zum Beispiel, dann sind viele Varianten der Zeiterfassung ja schon gar nicht mehr möglich. Und digitale Lösungen können dies natürlich deutlich vereinfachen und attraktiver gestalten. Das heißt, es braucht keine Formulare mehr, die man ausfüllen muss, wenn man jetzt eine Zeit vielleicht nicht so ganz gearbeitet hat wie geplant. Es müssen keine Unterschriften eingesammelt werden und volle Postfächer sind in der Regel auch der Vergangenheit angehörig. Also Möglichkeiten finden sich in der Hinsicht schon viele. Frau Flack hat es auch festgestellt, tatsächlich in der Umsetzung, es war ein, glaube ich, Leidensdruck, ne? Der ganze administrative Aufwand, der damit mit einhergeht. Also zu schauen, es geht ja nicht nur darum, die Zeit einmal aufzuschreiben durch den Arbeitnehmer. Am Ende muss im Zweifel eine Änderung genehmigt werden. Es geht da darum, die in den Arbeitszettel, diesen Stundenzettel wieder zum Arbeitgeber zurückzuspielen und der im Prinzip das vielleicht auch wieder abtippt. Das heißt, dieser Aufwand, der ja auf allen Seiten gegeben ist, kann enorm reduziert werden, was am Ende Zeit spart und Zeit ist Geld, also am Ende ja auch viel Zeit, viel Geld spart dem Unternehmer, der in der Regel ja doch vielleicht auch im Unternehmen mitarbeitet. Also, neben dem, sage ich mal, finanziellen Aspekt, was man an Zeit einfach für andere Sachen zur Verfügung hat, spart es auch einfach Nerven und man ist einfach schneller dran am Stundenkonto. Ich muss nicht erst elendlange Tabellen auswerten, sondern man sieht mit einem Klick bei den digitalen Lösungen wirklich, wer hat wie viel Plusstunden, wer hat wie viel Minusstunden und über die Zeiterfassung hinaus kann man es halt auch in unserem Fall toll mit Urlaubsplanung und so weiter kombinieren und das hilft. Am Anfang ist es Zeitinvestition für denjenigen, der es natürlich einpflegen muss. Also das gleich vorweg. Mein Mann hat am Anfang gemeint, du sitzt viel mehr mit der neuen Software als vorneweg. Aber nach einem Monat hat man es dann wirklich so sortiert gekriegt, dass es effektiver und zeitersparend ist. Ja, ich nehme ja den Punkt, du sitzt viel mehr als vorher mal mit für später. Ist ein guter Aufhänger. Weil ich glaube, das, was wir jetzt da gut anknüpfen können, Frau Flack, ist auch eigentlich das Thema, es gibt ja verschiedene Arbeitsorte, gerade bei Ihnen, ne? Wenn man sagt, man hat
die arbeitet selbst im Geschäft mit, aber hat dann am Abend vielleicht später auch administrative Aufgaben zu erledigen. Dann muss man ja die ganzen Sachen irgendwo mitnehmen. Hat also so einen Mix vielleicht als Präsenzarbeit, als Homeoffice in vielen Betrieben dann eben auch. Dann bietet sich das schon an, wenn man eine Lösung hat, die da flexibel mitgehen kann. Interessanter Punkt ist sicherlich auch bei projektbezogenen Aufgaben. Also ich komme selbst aus der Beratung, da haben wir immer ganz genau kundenprojektbezogen unsere Arbeitszeiten buchen müssen. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie das hätte anders aussehen sollen, außer mit digitaler Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist für sicherlich Branchen wie Baugewerbe sehr interessant zu schauen, dass man konkrete Arbeitszeiten, Aufwände auf bestimmte Kundenprojekte oder auch im Steuerbüro auf Mandanten buchen kann, um eine Abrechnung dann zu ermöglichen, aber auch eine Auswertung, also zu schauen, passt denn das, was ich veranschlagt habe, an Zeit und Aufwand zu dem, was tatsächlich gearbeitet wurde, oder muss ich im Zweifel an der passenden Stelle mal nachsteuern? Genau, Fehlerquellen vermeiden. Fehlerquellen heißt tatsächlich handschriftliche Notizen. Ne? Der eine, der hat eine gute Handschrift, der andere weniger. Wenn dann die Dame vielleicht in der Buchhandlung oder der Herr die Notizen abtippen müssen, kann das durchaus sein, dass da Fehler entstehen, die natürlich vermeidbar gewesen wären, wo man im Zweifel nochmal einen Riesenaufwand hinten dran hat oder es geht eine Notiz verloren. Da hat man natürlich die Möglichkeit, mit digitalen Tools die falschen oder unrichtigen, ungenauen Buchungen sofort zu korrigieren und in Umgeben verfügbar zu machen, so wie Frau Flack das auch schon gesagt hat. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja benannt als Rechtssicherheit schaffen. Ist jetzt nochmal viel aktueller geworden. Als Arbeitgeber wissen Sie wahrscheinlich, dass man dafür verantwortlich ist, dass das Arbeitszeitgesetz, also die Arbeitszeitregelung eingehalten werden. Da wird ganz viel gesprochen über Mindestruhezeiten. In manchen Branchen ist das sicherlich sehr speziell. Da geht es um auch Pausenzeiten, Regelungen, dass man zu bestimmten Berufsgruppen, Schwangere beispielsweise, nicht mehr Überstunden machen dürfen, etc. pp. Und diese Komplexität der Regelungen einzuhalten, kann ein digitales System sehr schön unterstützen. Frau Flack, Sie hatten, glaube ich, das erlebt, dass man auch automatisch Pausenzeiten gebucht werden, abhängig von der tatsächlichen Arbeitszeit, also da gar nicht mehr mit nachdenken muss, ist das eine halbe oder eine Stunde oder wie lang? Je nach Branche sicherlich und nach Arbeitszeit, die ja insgesamt im Unternehmen gearbeitet wird, kann man ja flexibel sagen, okay, mein Team hat nach 6 Stunden eine Kaffeepause und die machen die immer und dann wird halt die Viertelstunde pauschal gebucht oder man sagt, bei einem vollen Tag steht dem Angestellten natürlich eine Stunde Mittagspause zu. Und so kann man automatisch sagen, wenn so und so viel Stunden Dienst geleistet worden sind, dann wird automatisch meinetwegen 60 Minuten oder 15 Minuten Pause vom Gesamtstundensatz des Tages abgezogen, ohne das individuell jedes Mal nachrechnen zu müssen. Das kann man quasi festlegen in der Software. Ja, und das ist ja trotzdem auch objektiv, ne? Das System, genau. Das macht dann auch den Cut, sage ich mal. Es ist was Verlässliches, ist für alle zugänglich, also doch ein System, was Vertrauensbasis nach meinen Einschätzungen zumindest schaffen kann in einem Unternehmen auch. Genau, ansonsten das zweite Thema, Arbeitszeitregelung, hat man gesagt. Es gibt ja seit dem 14. Mai 2019 auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was Arbeitgeber dazu verpflichtet, Arbeitszeiterfassungssysteme einzuführen. Das Ganze ist jetzt doch ein ganzes Stück her, fast 2 Jahre. Es ist noch nicht in deutsches Recht umgesetzt, aber es ist stark davon auszugehen, dass das früher oder später passieren wird. Das heißt, dass auch die deutschen Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, Arbeitszeiten zu erfassen. Vertrauensarbeitszeit wird, glaube ich, in vielen Betrieben noch gehandhabt. Also, dass man sagt, okay, du schaust einfach mal, dass du deine 8 Stunden voll bekommst und wenn du mal eine Stunde länger machst, dann gehst du halt am Freitag eine Stunde eher. Das wird im Prinzip dann perspektivisch nicht mehr möglich sein. Es geht also dann nicht nur mehr darum, nur Überstunden zu erfassen, sondern sämtliche Arbeitszeiten. Genau, ein Thema seitens des Teams. Ne? Man schließt 8:30 den Laden auf und geht abends 18.15 Uhr und wenn halt Geld gezählt wurde, ist man später gegangen und wenn man mal schneller fertig war mit Geld zählen, ist man eher gegangen. Und dann haben die Frauen natürlich nie eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde auf- oder abgerundet. Also die haben das dann immer, wenn 18.30 Uhr Feierabend ist, haben die 18.30 Uhr geschrieben, egal ob sie jetzt eher oder später gegangen sind. Das war schon erstmal auch, glaube ich, emotional eine Umstellung, dass das jetzt minutengenau auch
gestresst war und dann war die Angst, ja, jetzt habe ich mehr oder viel zu wenig Stunden, auch mit den pauschalen Pausen abziehen. Aber unterm Strich haben sie ganz schnell gemerkt, dass sich das im Laufe von einem Monat schon amortisiert mit mal mehr und mal kürzer da gewesen. Also bei uns im Alltag zumindest diese Sorge wirklich deutlich minimaler ausgefallen, als es die Angestellten erst hatten. Ja, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis für alle, die sich hier zugewählt haben. Die Lösung, die bei Frau Flack im Einsatz ist, ist eine App. Das heißt, eine Anwendung auf einem Tablet, die wirklich minutengenau auf Zeit erfassen kann. Wir gehen da später nochmal drauf ein. Aber Sie haben gerade auch einen wichtigen Punkt genannt. Ne? Die Mitarbeiter, die haben sich dann schnell eingespielt und haben auch Vertrauen gefasst. Vertrauen in die Lösung, die vermeintlich vielleicht für gewisse Arbeitnehmer auch eine Art der Kontrolle darstellt. Ne? Also auch diese Einwände, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass das aufkommen kann, dass es auch dazu führen kann, dass Mitarbeiter unter Umständen das blockieren. Aber gleichzeitig sehe ich es immer auch als Chance, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken. Ne? Zu schauen, habe ich meine Vereinbarung, meine feste Arbeitszeit, aber ich habe halt auch meine Pflicht, da die Arbeitszeit zu leisten und das Vertrauen ist das eine. Am Ende geht es auch darum, dass ein Mitarbeiter die Verantwortung erkennt dafür. Und zu guter Letzt das Thema Transparenz, das hatten wir auch schon gesagt. Man hat die Möglichkeit, in Arbeitszeitkonten bei den meisten Lösungen zumindest Einblick zu erhalten, sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer. Und da einfach top aktuell, tag aktuell zu schauen, wie ist denn der Stand, habe ich jetzt Minusstunden, wie viele Urlaubstage habe ich denn noch im Zweifel für die Planung dann am Wochenende zu Hause. Und man kann Änderungen auch sofort vornehmen und nachvollziehen. Aus Arbeitgebersicht interessant ist sicherlich auch das Thema Produktivität. Also ich hatte zuletzt mit einem Hotel aus der Region zu tun, die sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich schon die Zeit erfasse, dazu auch zu erfassen, welche Arbeitsleistung, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, welche Arbeitsleistung in der Zeit erbracht wurde. Also konkret ging es darum, wie viel Zimmer schafft denn eine Reinigungskraft in der angegebenen Zeit? Und das im Vergleich vielleicht, ne, daraus Schluss zu folgern, ist das Arbeitspensum, was erwartet wird, gerecht für die Zeit, die da zur Verfügung steht? Oder muss ich vielleicht da bei den Arbeitsprozessen, Abläufen, bei der Organisationsstruktur etwas verändern? Und eben für so eine Beispiele kann natürlich die Information auch hergenommen werden. Ich hatte gerade vom Hotel gesprochen. Wir springen mal weiter auf Anwendungsgebiete. Hier vielleicht ein kleiner Einblick. Was sind denn mögliche Anwendungsgebiete auch von digitaler Zeiterfassung? Sie sehen, es gibt viele. Ich hoffe, Sie finden sich hier an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Wenn nicht, dann sehen Sie es mir nach. Wir können gerne im Nachgang auch noch mal gucken, ob uns spontan Anwendungsfälle in Ihrem Bereich einfallen. Und da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Also wir haben gerade eben über das Gastgewerbe gesprochen, über das Thema, wie man Zeiten erfassen kann. Sie kennen das sicherlich. Ne? Man hat seinen Dienst geplant und ist dann vielleicht eher fertig. Die im Hotel zum Beispiel sind die Gäste dann schon nach Hause gegangen. Es war nicht so viel los. Also warum die Zeit absetzen? Da kann man vielleicht eher nach Hause gehen, muss aber die Zeit natürlich entsprechend korrigiert werden. Und das ist da ohne zusätzlichen Aufwand möglich. Wir haben hier Anwälte und Steuerberater, die eben mandantsprojektbezogen sicherlich Zeiten zu verbuchen haben. Wir haben das Homeoffice-Thema wiedergefunden, wo es am Ende darum geht, dass es ja auch wenn Arbeitgeber zumeist schlecht kontrollierbar ist, ob jetzt die Arbeitsleistung erbracht wurde und in welchem Umfang. Also wir sprechen hier nicht immer nur von zu wenig Zeit erbracht, sondern sicherlich auch von einigen Fällen, wo zu viel gearbeitet wird und wo Ruhezeiten nicht in dem, sagen wir mal, gesetzlichen Maße eingehalten werden. Vielleicht sei es jetzt aufgrund Kinderbetreuung, dass man sehr spät erst arbeiten konnte, aber am nächsten Morgen schon die Frühschicht wieder zu Hause übernehmen muss. Also auch das sind natürlich wichtige Themen, die nicht direkt kontrollierbar sind. Es gibt Betriebe aus der Region, die sicherlich dann die Verbindung zum Firmennetzwerk kappen ab einer gewissen Uhrzeit. Das mag funktionieren in manchen Bereichen. Es gibt auch Systeme, welche Login-Logout-Aktivitäten am PC erfassen. Da ist immer wieder das Thema Datenschutz, das man sich natürlich anschauen muss. Aber gerade beim Homeoffice ist es eben schwierig, da explizit mit Terminals oder Ähnlichem anzufangen. Wir haben das Baugewerbe schon genannt mit der tätigkeitsbezogenen Erfassung von Zeiten. Hier gibt es zum Beispiel mobile Terminals, also auch Geräte ähnlich wie einem Tablet, die man mit auf die Baustelle nehmen kann. Wir haben die Produktion, wo Zeiten zum Beispiel für einen jeweiligen Arbeitsgang zugeordnet werden müssen, was am Ende auch für eine Kalkulation wieder interessant ist.
Wir haben den Einzelhandel schon genannt, die Besonderheiten sicherlich haben wie eine Sonntagsarbeit, eine Arbeit an Feiertagen, die vielleicht nicht alle Systeme abdecken können. Wir haben Arztpraxen mit dabei, wir haben ja, Beratungen, also man kann im Prinzip fast alle Branchen hier drunter fassen und mittlerweile gibt es so diverse Lösungen am Markt, die zum Teil branchenspezifisch sind, also sich wirklich auf die Besonderheiten konzentrieren oder aber auch Lösungen, die sehr umfassend sind und verschiedenste Branchen bedienen können. Jetzt haben wir schon gesprochen über die Möglichkeiten. Wir haben Ihnen einfach mal ein paar Themen mitgebracht, dass Sie eine Idee bekommen. Man kann die bestimmt nicht alle trennscharf voneinander abgrenzen. Also nicht sagen, das ist nur das eine, nur das andere. Man kann viele Lösungen vereinen, je nachdem, wie die Voraussetzungen auch sind. Das heißt, hier einfach mal ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten, die es am Markt gibt. Sortiert vielleicht auch so ein bisschen von einfach oder niedrigschwellig zu komplex. Und wir schauen dann einfach mal, was haben Sie vielleicht schon für Erfahrungen gemacht. Ich starte hier mit dem ersten, dem Stundenzettel. Den Stundenzettel, Sie sehen es ja auf dem Brett, im Klemmbrett ausgedruckt, da wird die Zeit aufgeschrieben, vielleicht auf der Baustelle hier in der Situation. Die einfachste digitale Alternative wäre sicherlich hier eine Excel-Tabelle als Vorlage zu nutzen. Ne? Also zu sagen, man hat ein standardisiertes Dokument, um das Ganze einzutragen. Mit dem Nachteil, dass es fehleranfällig ist, dass wiederum eine Person im Büro das erfassen muss und dass der Aufwand sehr groß ist. Das heißt, wir gehen direkt mal zum nächsten Punkt, zur nächsten Möglichkeit, dem Zeiterfassungsterminal. Sie sehen hier auf dem Bild, es ist eine Person mit einer Chipkarte. Also häufig ist da ein RFID-Chip verbaut, wo man es einfach dranhält an das Terminal, wo sicherlich eine Zutrittskontrolle auch häufig mit verbunden ist. Oder ein kleiner Chip, so haben wir es beispielsweise im Büro. Und da ist man registriert. Man kann wählen, gehen, kommen, Pausenzeiten, hat diverse Möglichkeiten. Viele Terminals bieten heute auch schon die Möglichkeit tatsächlich an, dass man direkt am Display sich auch sein aktuelles Arbeitszeitkonto zum Beispiel anschauen kann, also Überstunden einsehen kann, Urlaubstage und so weiter. Also auch ja, gerade in einem Gewerbe, wo nicht jeder Mitarbeiter einen Zugang zu einem PC hat, eine Möglichkeit, da Transparenz zu schaffen. Nachteil sicherlich in Zeiten von Homeoffice, dass im Homeoffice in Zeiterfassungsterminal jetzt kein so praktikable Möglichkeit ist. Es gibt Möglichkeiten wie mobile Terminals, ich hatte schon gesagt, für Baustellen zum Beispiel, dass man die mit unterwegs hat, das direkt dort eingibt und wenn dann wieder Verbindung besteht, das sich mit dem System synchronisiert. Der Nachteil, den ich hier an der Stelle ein bisschen sehe, ist tatsächlich, dass in den meisten Fällen eine Anschaffung von Hardware notwendig ist und in ja, Software, die verbaut ist, natürlich auch gewartet werden muss. Eine dritte Variante, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Thema ERP-System. Denn was viele nicht wissen, dass das bestehende ERP-System, was die meisten Unternehmen sicherlich haben werden, auch Module zur Zeiterfassung schon mitbringen. Das heißt, da lohnt sich durchaus mal der Blick ins System oder das Gespräch mit dem Anbieter, ob das Modul schon vorhanden ist, ob man es ergänzen kann auch in einem System, wo Mitarbeiter den Umgang vielleicht auch schon kennen. Das ist nicht bei allen der Fall, aber doch bei einigen. In der Regel kann man es auch gut integrieren, also sagen, wir haben folgendes Tool zur Zeiterfassung uns rausgesucht und bitte integriert es mit dem ERP-System. Da gibt es schon schöne Möglichkeiten. Ein Anbieter, der sehr bekannt ist, ist Sage. Die haben beispielsweise auch die Möglichkeit dann mit mobilem Zugriff aufs System, wo man dann auch unterwegs Zeiten erfassen kann mit Tablet, Telefon, Smartphone und so weiter und so weiter. Das heißt, Vorteil an der Stelle ist natürlich, dass zum Teil keine neuen Anschaffungen von Software notwendig ist. Das, was man tatsächlich beachten sollte, ist eine Integration, also Integration mit anderen Lösungen, wenn man sagt, man will das miteinander verknüpfen. Und häufig, dadurch, dass es schon irgendwo in einem Standardrahmen vorgegeben ist und auch nicht Kern eines ERP-Systems, ist häufig die Funktionalität eingeschränkt. Also hier müsste man einfach mal schauen, bietet denn dieses System die Möglichkeiten, die man braucht für seine speziellen Betriebsabläufe. Ne? Wir haben schon gesagt, Sonntagsarbeit, vielleicht auch filialübergreifende Buchungen von Zeiten und so weiter und so weiter. Das ist zum Teil möglich, aber einfach branchen- und unternehmensabhängig. Die nächste Lösung, das ist so ähnlich, wie es bei Frau Flack der Fall ist. Ich glaube, das ist nicht die gleiche Anwendung. Aber von der Sache her, ne, Sie sehen der Computer, so saß Frau Flack, glaube ich, am Anfang auch da. Auf der einen Seite der Computer, auf der anderen das Smartphone oder das Tablet. Genau.
mit der App, also eine App, die sowohl auf dem Smartphone, Tablet, Mini-Terminal, Browser, wie auch immer, abrufbar ist, also gerätübergreifend und eine sekundengenaue Erfassung ermöglicht. Genau. Also nicht nur Minuten, sondern sogar sekundengenaue Erfassung. Das Ganze in der Regel auch ohne Internetanbindung. Ich hatte schon gesagt, wenn dann sobald wieder Internetverbindung besteht, unterwegs ist es ja vielleicht mit Breitbandausbau immer noch nicht so möglich, dann auch da ist es möglich, sich dann wieder zu verknüpfen. Hat man also auch einen Echtzeiteinblick, was den Stand der Arbeitszeitkonten betrifft, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Also hier, je nachdem, was man auch einrichten möchte und kann, gibt es viele Möglichkeiten. Und die schöne Möglichkeit, eben direkt diese Daten, die ja erfasst werden, an ein Entgeltabrechnungssystem zu übermitteln. Frau Flack hatte Dativ schon genannt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Gängige für die Lohnabrechnung. Da bieten die Lösungen in der Regel auch Standardformate für einen Export in Excel, in Dativ und so weiter, dass das auch weiterverarbeitet werden kann. Ja, so ist das ziemlich gut wiedergegeben. Das Gute ist wirklich, man kann sogar theoretisch, wenn man das will, mit der Variante, wie wir es auch gewählt haben, wie Sie es gerade beschrieben haben, theoretisch gucken, welches Teammitglied, welcher Angestellter ist an seinem Arbeitsplatz, wann hat er heute Morgen eingecheckt. Also man kann theoretisch, wenn man das will, auch das sogar genau unter die Lupe nehmen und kann wirklich gucken, sind alle an ihren Arbeitsplätzen. Manchmal hat man so das Gefühl, der Laden hätte heute früh aufgeschlossen werden müssen, ist uns erst einmal passiert, aber es war da niemand da und man hat auch niemand erreicht. Durch die Lösung sieht man natürlich, ob in jeder Filiale früh auch Besetzung ist. Erleichtert manchmal auch, verschiedene Fragen zu klären. Absolut, ne? Gerade bei Ihnen, wenn man auch, also nicht nur filial, sondern auch stadtübergreifend, ne? Genau. Also Freiburg und Mittweida ist ja dann doch nicht so der schnelle Weg vielleicht, wo man mal schnell rüberfahren kann, wenn man was braucht, so weiß man, wer vor Ort ist. Genau. Ein wichtiges Thema, das kleine Aber an der Stelle vielleicht, was Frau Flack sicherlich auch hatte, ist das Thema Bereitstellung von Hardware. Ne, also PC hat vielleicht nicht unbedingt jede Filiale, Smartphones haben die meisten Personen privat, aber wie ist es denn mit der privaten Nutzung zum Beispiel? Ne, also das sind schon ein oder andere Thema, das man da sich durchdenken muss. Genau, wir haben, soll ich kurz, oder wollen wir dann später drauf eingehen? Wir kommen gleich nochmal drauf, glaube ich. Wir machen es nochmal ein bisschen spannend. Das, was ich noch hier dazu sagen wollte, auf jeden Fall ist, ne, Smartphone hat jeder mehr oder weniger. Also ich glaube, die Abdeckung ist schon sehr recht groß in Deutschland mit Smartphones. Das heißt, es ist irgendwo auch ein Gerät, was schon im Arbeits- oder nicht unbedingt im Arbeits-, aber im Alltag dabei ist ständig, was man vielleicht auch leichter integrieren kann, weil es keine zusätzliche Karte oder keinen sonderlichen ausufernden Prozess braucht, das Telefon aus der Tasche genommen und fertig ist die Zeiterfassung. Und der Vorteil von diesen Lösungen ist aus der Erfahrung auch, dass die am genauesten eigentlich die unternehmensspezifischen Abläufe und Strukturen abbilden können. Also wirklich 1:1 das, was man sich vorstellt. Im Zweifel wird es auch fix konfiguriert und bietet eben Möglichkeiten, das exakt abzudecken. Genau. Ein weiterer Punkt, was wir mitgebracht haben, ist das Mitarbeiterportal oder Employee Self-Service, wenn man es jetzt mal auf Englisch beschreibt. Also es ist nochmal eine Erweiterung, kann gegebenenfalls eine Ergänzung auch zu einem Zeiterfassungsterminal sein. Das heißt eigentlich, man hat nicht nur eine Anwendung, sondern ein richtiges Portal mit verschiedenen Anwendungen. Neben der Zeiterfassung kann man hier vielleicht Urlaub beantragen, man kann mit den Kollegen chatten oder man kann seinen Kalender einsehen. Also es ist einfach integriert in den Arbeitsalltag von Personen, die in dem Fall tatsächlich in der Regel auch an dem Computer arbeiten. Also Sie sind hier verknüpft auch mit anderen Punkten. Kleiner Exkurs, ich arbeite gerade auch mit einem Elektronikbetrieb zusammen. Die haben beispielsweise so eine Zeiterfassungsterminal für ihre Produktionsmitarbeiter. Und für die Mitarbeiter, die in einem Schreibtischberuf sind, sage ich einfach mal, die haben die Möglichkeit auch über ihren Laptop zu Hause dann Zeit zu erfassen. Also es ist ein schöner Mix, je nachdem, wie eben der Zugang auch zu digitalen Mitteln ist. Das kleine Aber wieder an der Stelle, weil wir wollen es ja nicht nur als Marketingveranstaltung verkaufen, ist sicherlich hier an der Stelle die Komplexität. Ne? Also man hat nicht nur eine Aufgabe, eine Anwendung, sondern verschiedene Aufgaben und entsprechend wohl auch einen höheren Schulungsumfang. Aber beim Thema Schulung gibt es ja dann zum Beispiel auch wieder das Zukunftszentrum Sachsen. Last but not least habe ich nochmal ein Bild von der Baustelle mitgebracht. Das soll jetzt ein Tablet sein.
was ich damit sagen will, wir haben auch Betriebe, die Eigenentwicklung auf die Beine gestellt haben. Also die gesagt haben, das, was es alles gibt, ist überhaupt nichts für mich. Und ich kann das eigentlich alles alleine und überhaupt wissen wir genau, was wir wollen. Das heißt, es gibt auch Betriebe, die sich da mit eigenen Mitarbeitern Know-how hingesetzt haben und gesagt haben, wir basteln unsere eigene Lösung, weil die am besten akzeptiert werden würde von Mitarbeitern, weil Mitarbeiter gegebenenfalls auch mitentwickeln können, ihre Ideen einbringen können. Das kommt also aus der Mitte, aus der Belegschaft und ist am Ende eine maßgeschneiderte Lösung. Ja, hat geklappt bei dem Betrieb, den ich berate tatsächlich, sehr gut hat das geklappt und ist auch aktuell eingeführt nach einem erfolgreichen Test. Aber wieder das Thema, der Aufwand war halt sehr groß. Die haben das große Glück, dass sie einen sehr pfiffigen IT-Menschen haben bei sich im Betrieb, der da Bock hatte, der da sich hintergeklemmt hat und so weiter und so weiter, der also das interne Entwickler das Ganze auf die Beine gestellt hat. Am Ende, wenn man sich überlegt, man hat so eine Person nicht im Betrieb, das dann an Externen zu vergeben, um da entwickeln zu lassen, es ist erstens sehr teuer, in der Regel auch eine Lösung, die nicht unbedingt eins zu eins wieder zu dem passt, was man sich da vielleicht ausgemalt hat. Deshalb, ja, hier einfach mal verschiedene Möglichkeiten zur Diskussion. Jetzt haben wir mehrfach schon die Frau Flack zu Wort kommen lassen und, und auch schon ein bisschen Einblick gegeben, was denn bei Frau Flack passiert ist. Deshalb gebe ich jetzt einfach mal das Wort an Sie, Frau Flack, mit der Bitte, mal ein paar Sätze nochmal zu sagen zum Unternehmen. Also vielleicht so ein bisschen, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter, dass man es grob für sich einordnen kann. Und dann vielleicht gerne ein paar Infos, wie wir gearbeitet haben. Ja, also wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Uns gibt es seit fast 100 Jahren. Wir sind jetzt in vierter Generation aktiv im Handel. Das heißt, wir haben drei Geschäfte in drei verschiedenen Standorten, also zweimal in Freiberg, einmal in Mittweida mit 10 Angestellten, wovon Pauschalangestellte und auch Festangestellte tätig sind. Und wir selbst auch filialübergreifend arbeiten und auch unser Team, ursprünglich je Filiale ein festes Team war, aber durch Neuanstellungen und altersentsprechenden, sage ich mal, Renteneintritten, wir ein Team mit Dynamik gewählt haben. Das heißt, die auch an verschiedenen Arbeitsstellen unseren drei Filialen quasi filialübergreifend arbeiten. Und da ist dann mein Dienstplan schreiben und mein Zeiterfassensystem an seine händischen Grenzen gestoßen, weil einfach ganz oft klassische Schichtabläufe mit Früh- und Spätschichtwoche, ja, in dem Moment, wo wir filialübergreifend Arbeitseinsatz hatten, zusammengefallen ist. Die Tradition, die Frauen gewohnt waren, war so nicht mehr umsetzbar. Und damit war das Zeiterfassen und Dienstplan schreiben für mich recht spontan, teilweise wochenweise, wenn jemand ausgefallen ist oder gegenseitig Urlaubsvertretungen dann waren oder einfach die eine in der einen Filiale gearbeitet hat, die Stunden dann zu erfassen, viel Arbeit. Und irgendwann habe ich gesagt, ich besuche jetzt mal ein paar Seminare und habe dann das Thema Digitalisierung gehört und zuerst immer mit Online-Shops im Kopf verbunden. Digitalisierung heißt online gehen, aber Digitalisierung kann halt auch nicht Online-Job sein, sondern auf anderen Art und Weisen die Arbeit erleichtern. Das war für mich so die Erkenntnis, wie ich dann an oder zu Frau Vogel gestoßen bin über die IHK. Mir jemand gesagt hat, Mensch, lass doch mal prüfen, wie man die Zeit eventuell digital erfassen kann. Und dann habe ich Frau Vogel sozusagen mein ganzes Problem geschildert, meine ganzen Excel-Tabellen. Die Frauen haben quasi in jeder Filiale ihre Stunden vom normalen Dienstplan abgeschrieben und dann erfasst. Und dann aber in jeder Filiale hat jemand anders den Dienstplan geschrieben. Und schon als die Dienstpläne filialübergreifend waren, war es einfach kompliziert, eine Filialleitung für eine andere Filiale die Stunden schreiben zu lassen. Also sprich, das lag alles auf meinem Tisch. Und da ich selber nicht gelernt habe, komme aus einer ganz anderen Branche, habe quasi vor 5 Jahren dann erst das Familienunternehmen mit meinem Bruder übernommen, war das für mich eine größere Herausforderung. Und da haben wir dann gemeinsam einen Plan geschmiedet, was meine Ansprüche sind, von extra Sonntagsarbeiten und extra Stunden über Pausen und wie gesagt Filiale als unterschiedliche Arbeitsstätten haben wir quasi Ansprüche ans System gestellt. Und dann hat Frau Vogel sich die Zeit gewählt und verschiedene Systeme gefunden. Dann haben wir uns wieder zusammengesetzt, geguckt, welche Systeme möglich sind, welche passen zu uns, auch was die Zeiterfassung angeht. Das ist halt einfach die Arbeit erleichtert und sind dann
bei einem System gelandet, was quasi sowohl die digitale Zeiterfassung über Hardware ermöglicht, als auch für mich die digitale Dienstplanung und Urlaubsplanung, um eine Schnittstelle zu haben und das nicht vom Papier in Computer und wieder zurück ins Steuerbüro zu übergeben, sondern alles mit einer Software zu lösen. So sind wir bei der Marke Shift Shuttler gelandet. Die hat es mir ermöglicht, Dienstpläne auch softwaretechnisch jede 3 Filialen separat zu schreiben. Und zum Beispiel, wenn ein Angestellter in der einen Filiale eingesetzt ist, rutscht der automatisch aus den anderen raus. Das waren alles Sachen, die kennen vielleicht Personaler schon seit vielen, vielen Jahren. Aber für mich war das einfach eine absolute Erleichterung, dann halt auch keine Fehler mehr zu machen, wenn ich Dienstpläne schreibe. Ja, ansonsten spart es natürlich Zeit bei der Auswertung, weil am Monatsende sehe ich in dem Software-System A, wie viele Stunden hat jeder an der Filiale gearbeitet, wie viele Stunden hat jede Frau separat gearbeitet, wer hat zu viel Stunden, wer hat zu wenig Stunden. Wenn es mal wieder darum geht, ein langes Wochenende zu kriegen, na, dann muss ich nicht erst ausrechnen, sondern kann live entscheiden, heute sind Sie mal dran. Das hat natürlich auch unterstützt und geholfen. Und am Monatsende kann man halt auch sehen, Urlaub steht jetzt nächsten Monat bei dem an und bei dem. Und die Frauen können quasi selbst die Zeit sparen. Sie müssen nicht mehr nach Feierabend noch den Personalordner rausnehmen, das Heftchen und ihre Stunden einschreiben und nachrechnen, ob es auch stimmt, sondern die kommen früh in die Filiale. Da liegt jetzt, haben wir dann als Digitalisierungspaket sozusagen für jede Filiale ein Tablet angeschafft. War sowieso nötig, weil viele Lieferanten mit digitalen Katalogen arbeiten und haben da quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, haben die Software draufgezogen und das ist wie eine Art Stempeluhr. Die kommen früh in die Filiale, locken sich ein mit ihrem 4-stelligen Zahlencode, dann läuft die Zeituhr an und wenn sie Feierabend haben, wird wieder auf die Pause oder auf den Stopp-Button gedrückt und die Zeit wird 1:1 auf die Software geladen und ich kann dann abends zu Hause halt einen Monatsabschluss machen und die Zeit genau erfassen und weiterleiten, um die Lohnabrechnung zu machen. Genau, also so mal kurz quer in das Thema eingestiegen. Es funktioniert sehr gut. Die älteren Damen in der Belegschaft, die schon seit 25 Jahren Stundenzettel geschrieben haben und das ja schon Hammermethode, kennt ja der ein oder andere, haben wir schon immer gemacht, die hat schon erst mal die Nasen gezogen, gesagt, oh mein Gott, was kann ich verkehrt machen und lösche ich das Internet? Also ja, es war Skepsis da, aber wir hatten einen sehr süßen Umstand. Wir haben alle mit Frau Vogel dann zusammen zur Einweisung in die Software gestanden und unser kleiner Lehrling, die hat da echt mal den Joker ziehen können und das hat auch so richtig die Grenzen nochmal zwischen Auszubildenden und dem Rest des Teams gebrochen, weil dann konnte der Lehrling gleich den anderen Angestellten erklären, wie die App funktioniert, als hätte sie noch nie was anderes gemacht. Auch das war eine schöne teambildende Maßnahme, in dem Fall, dass man auch die junge Generation mit sowas noch mehr im Team bindet. Und als die junge Dame das gemacht hat, war einfach auch bei den alten, älteren Angestellten das Eis gebrochen. Also dann war das einfach, ja, dann machst du, okay, es gehörte dazu und seitdem gab es auch nie wieder Fragen oder Diskussionen. Und am Monatsende druck ich dann einmal die Stundenübersicht aus und dann hat jede Frau auch nochmal schwarz auf weiß, was sie in dem Monat für Über- und Minusstunden hatte. Sehr schön. Ja, ansonsten gerne noch Fragen. Wie gesagt, das Aufwendigste war eigentlich, die ganzen alten Über- und Minusstunden zu sammeln und die ganzen einzelnen Mitarbeiter in die Software einzupflegen. Klar, das war ein Zeitaufwand, aber im Nachhinein kann ich einfach klicken, meinen Dienstplan von Woche A oder Woche B in die Kalenderwoche einfügen, dann ist mein Personal da und wenn jemand im Urlaub ist, dann inkt das auf und dann setze ich jemand anders ein. Also die Zeit, die ich im Nachgang spare, hätte ich mir nie erträumen lassen. Ja, ich glaube, das ist das, was auch Ihr Mann wahrscheinlich ein bisschen genau gewurmt hat, der gesagt hat, du sitzt viel mehr als vorher. Genau. Das ist ein wichtiger Punkt, ne? Weil ich glaube, diese Ersteinrichtung auch, das erstmal auf das System mit Informationen zu füttern, sodass man sagen kann, okay, jetzt kann ich auch damit arbeiten, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Genau. Und das bindet auch wirklich am Anfang Zeit. Also bis man in allem drin ist. Da muss ich aber auch sagen, der Softwarebetreiber selbst war jederzeit verfügbar. Wenn ich eine Mail geschickt habe, kam sofort Rückruf, Infos und die updaten auch die ganze Zeit, nehmen auch Fragen und Ideen mit auf und setzen das dann auch in der Software um. Also da auch ein super Feedback zusammenarbeiten mit der Firma, die auch auf die eigenen Wünsche dann eingegangen ist.
Was mich nochmal interessiert, oder besser gesagt, ich weiß es ja, aber was ich ganz spannend fand, ist eigentlich, ne, Sie hatten schon gesagt, die App bietet Möglichkeiten zur Dienstplanung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung und das Ganze eben gerätübergreifend. Jetzt ist es ja so, dass Sie sich bewusst dafür entschieden haben, nur in Anführungsstrichen Tablets anzuschaffen. Also zu sagen, Smartphone braucht es erstmal nicht und erstmal nur Start und Stopp klicken. Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer auch, was waren denn so die Gründe zu sagen, ich drossel erstmal den Umfang an Funktionen, den es gibt. Ja, genau. Erstmal war ja sowieso, ne, bis jetzt noch nie ein Tablet in der Filiale gehabt. Ich meine, der ein oder andere hat es privat, aber es ist ja keine Voraussetzung, die man an jeden Angestellten bringen kann. Das heißt, ich habe schon erstmal vorsichtig rangehört, als ich gesagt habe, wir machen jetzt einen digitalen Dienstplan. Früher stand das jeden Monat im Kalender. Da hat das eine Angestellte eingeschrieben, Rhythmus, die wussten, wann was ist. Und jetzt kam natürlich die junge Chefin an und hat die Hammermethode sozusagen gecancelt. Das heißt, am Anfang war schon Skepsis bei allen Angestellten, was bedeutet digitaler Dienstplan und digitale Zeiterfassung. Und dann haben wir uns eigentlich erstmal gesagt, am liebsten wäre eigentlich so eine Stempeluhr gewesen mit Chip ranhalten und wieder wegnehmen. Aber da war die Investition einfach zu hoch, das hätte sich nicht gelohnt für uns. Und das Tablet, was man sowieso braucht, durch halt verschiedene Lieferanten, war für uns dann eine tolle Lösung, eine tolle Kombination. Und in jedem Geschäft sozusagen auch dieselbe Möglichkeit. Wir hatten einmal, funktioniert auch total spannend, in einem Geschäft war das Tablet der Akku leer. Und dann hat jener in einem anderen Geschäft angerufen und hat sich dann halt darüber einloggen lassen. Also das ist auch erstmal Flexibilität. Und wir haben uns bewusst gegen die privaten Handys der Angestellten entschieden. Also man hätte die Möglichkeit gehabt, jedem Angestellten per E-Mail ein Login für die Software zu geben. Und die hätten auf ihren Handys die App gehabt und hätten sich dann über ihr Handy selbst einloggen können. Da haben wir mehrere Sachen gesehen als Arbeitgeber, wo wir gesagt haben, ist uns zu heiß. Also prinzipiell ist Handyverbot auf Arbeit. Das heißt, wenn ihr mit Angestellten auf Arbeit kommen, ist das Handy wegzuschließen. Aus Haftungsgründen einfach, wenn Kunden im Laden sind oder wenn der Kollege das runterschmeißt. Und dann haben wir gesagt, okay, prinzipiell steht in der Betriebsanweisung, Handys wegschließen und jetzt komme ich mit dem Diensterfassungsprogramm und die sollen die Handys rausnehmen. Und das war für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, Handys sind tabu, wir stellen Technik, also Hardware zur Verfügung als Arbeitgeber und dann kann hintenrum uns als Arbeitgebern quasi nichts passieren und wir sind auch safe. Und vielleicht aus der Perspektive, Überwachung klingt jetzt gefährlich oder dramatisch, aber wenn jemand zu spät kommt, der kann sich trotzdem früh mit dem Handy auf dem Weg zur Arbeit schon einloggen. Das könnte ich nicht prüfen. Und so weiß ich, in dem Moment, wo der Angestellte auf Arbeit ist, loggt er sich ein und dann geht seine Arbeitszeit los. Und das war für uns einfach eine faire Entscheidung, nicht die Handys zu nehmen. Oder man dann vielleicht auch den Angestellten unter den Druck setzt, der muss jetzt abends noch abrufen, wann er morgen Dienst hat oder so. Also den Druck wollte ich auch rausnehmen, indem es nicht privat wird. Mhm. Schön. Und nichtsdestotrotz, ne, die Option, die Funktionen stehen ja zur Verfügung. Genau. Das heißt, wenn es mal irgendwann so weit ist, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt den Schritt weiter. Genau. Die Mitarbeiterinnen haben sich darauf eingestellt, sind vielleicht auch interessiert, nochmal ihren Dienstplan tatsächlich abends auf dem Handy anzugucken, für welchen Zweck auch immer, dann gibt es ja die Möglichkeit, nach wie vor zuzubuchen. Genau. Sehr gut. Ein Punkt habe ich hier nochmal mit auf Ihre Folie draufgenommen. Das ist der Verweis auch, was digital sonst noch möglich ist. Vielleicht ganz kurz. Sie sehen hier unten einen kleinen Maskottchen, das ist der Carlo. Also auch da Richtung Digitalisierung tut sich viel im Handel. Es gibt also jetzt eine Initiative in Mittelsachsen, eine digitale Plattform für die regionalen Produzenten, Handwerker, Händler, Gastronomen, die Möglichkeit haben, da sichtbar zu werden, online auch sichtbar zu werden. Denn gerade jetzt in Corona-Zeiten ist das ja extrem schwierig. Finde ich aber eine tolle Sache, weil es einfach auch eine Möglichkeit bietet, digital mit Kunden in Kontakt zu bleiben. Denn Sie haben es ja gehört, Frau Flack hat sich gegen einen Online-Shop entschieden, bietet also jetzt mit der Möglichkeit trotzdem weiterhin in Kontakt zu bleiben mit Kunden, auch Waren zu bestellen, auszuliefern. Und ja. Es gibt eine Frage im Chat. Ich würde die vielleicht gleich beantworten. Weiß ich nicht, wie das für Sie ist, Frau. Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann bei mir leider den Chat nicht sehen, deshalb immer gerne vor. Es wird im Chat gefragt, ob es quasi auch eine Art Homeoffice-Lösung für das System gibt. Aus meiner Perspektive wäre das total unkompliziert möglich, weil der Angestellte könnte, wenn er die App nutzt,
in dem Moment, wo er zu Hause sein Homeoffice beginnt, sein Rechner hochfährt, sich mit der App zu Hause einloggen sozusagen. Und wenn er tagsüber eine Pause macht, zum Mittag drückt er auf die Pause-Taste an der Handy-App und am Abend loggt er sich dann wieder aus. Und dann wäre die Zeit auch im Homeoffice über diese Software total entspannt zu erfassen. Also wir haben es privat, mein Bruder und ich, wir haben uns die App aufs Handy geladen, weil wir halt auch viel unterwegs sind und nicht früh automatisch in der Filiale anfangen. Und das ist wirklich ein blauer Button oder ein grüner Button mit einem Play-Zeichen, wo man draufdrückt und man muss weder studiert haben noch sonst irgendwas. Also es ist echt anwenderfreundlich und total einfach, auch für jemanden, der mit digital noch nichts vorneweg zu tun hatte, die App zu bedienen, wird er auch wirklich im Homeoffice entspannt gehen. Die Frage damit hoffentlich beantwortet zu haben, ja. Sonst nochmal nachfragen. Genau. Super. Angesichts der Zeit würde ich nochmal einen ganz kleinen Überblick geben. Wir haben schon einige Punkte jetzt genannt. Was sind denn so für technische, organisatorische Voraussetzungen? Eben an dem Beispiel, das wir jetzt gehabt haben, also eine App zur Zeiterfassung. Was muss man denn beachten, wenn es um die Einführung geht? Ich glaube, wichtig ist eigentlich, dass wenn man die Entscheidung für eine Variante getroffen hat, dass man sich Gedanken macht, wer hat denn Kompetenz und wer hat denn Zeit, sich darum zu kümmern. Ne? Frau Flack war jetzt diejenige, die es getroffen hat, nenne ich es mal, die sich damit auseinandersetzen musste, die Zeit nehmen musste. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite, aber das ist, Sie haben es ja gesagt, auch treffend formuliert, viel Zeit, was da einfach ins Land geht. Und das muss eine Person sein, die da Bock drauf hat, die gewisse Affinität hat, wenn es nicht der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin ist. Und jemand, der auch das Commitment von ganz oben hat, dass das wirklich zeitaufwendig sein kann. Die Einrichtung der Testnerlösung. Wir haben jetzt hier eine Lösung kennengelernt, Shift Shuckler. Wir haben vorher auch diverse andere Lösungen uns mal angeguckt, gegenübergestellt und überlegt, ja, was ist denn jetzt von dem, was es am Markt gibt, das Passendste? Auch da muss man ein gewisses Verständnis für haben, für Unternehmensabläufe. Und das ist extrem wichtig, sich das im Vorfeld zu überlegen, dass es trotzdem ein kleines Mini-Projekt ist im Unternehmen, dass es nach der einmaligen Einrichtung auch nicht vorbeigeht, sondern im Zweifel jemand dann auch Ansprechpartner bleibt oder sein sollte im Unternehmen für Fragen von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, das Thema Zeit und Kompetenz, habe ich es mal genannt. Genau. Wir haben gleich noch zwei Fragen im Chat. Genau, die eine ist, was passiert denn, wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin die Zeiterfassung nicht korrekt führt? Wie geht man da damit um oder wie kann man da dem vorbeugen? Also wenn er das natürlich nicht korrekt führt, im Sinne von, er hat aus Versehen erst abends nach Hause gegangen und hat vergessen, sich auszuloggen, dann notieren unsere Frauen mir eine kurze Info und ich kann dann oder rufen mich kurz an, ich bin jetzt schon zu Hause und habe mich nicht ausgeloggt, dann kann ich das direkt entweder selbst noch nachträglich in dem Moment tun oder ich kann dann am nächsten Tag mit einer ganz einfachen extra Software oder eine extra Funktion in der Software quasi auf Zeiterfassung korrigieren klicken und dann gebe ich die tatsächlich gearbeitete Zeit ein. Also wenn sie 18.15 Uhr den Laden zugeschlossen hat und hat es erst 18.45 Uhr gemeldet, dann kann ich das auf 15 zurückschreiben. Ist natürlich eine Vertrauensbasis in dem Fall, wenn der Kollege sagt, der ist so oder so lange da gewesen und hat sich vergessen auszulocken. Die zweite Frage ist, die würde ich gleich noch dazu beantworten. Es passt, glaube ich, auch inhaltlich noch. Da steht da Ihre Tablets aber nicht aus der Firma gegeben werden, wird also ein Login für Ihre Mitarbeiter für private Geräte gestattet. Das heißt, wir haben uns jetzt bewusst dagegen entschieden, weil unsere Frauen Tatsache in der Filiale am Arbeitsort mit dem Tablet im Dienst beginnen. Also da ist quasi kein Homeoffice als Thema bei uns. Ich kann schlecht eine Ranzen- oder Kofferberatung zu Hause machen im Homeoffice. Also in unserem Fall ist es wirklich so, auf Arbeit kommen, so wie eine feste Stempeluhr eingerichtet ist, einloggen und wieder nach Hause gehen, auslocken. Wenn denn aber jetzt jemand zum Beispiel was ausliefern würde oder so, könnte man theoretisch auf dem privaten Gerät die App ganz unkompliziert sich downloaden über den App Store oder bei Apple heißt es ein bisschen anders, im Play Store, Safari oder so heißt es da, könnte man sich die App runterladen und dann könnte der Mitarbeiter natürlich auf seinem privaten Gerät in Rücksprache mit uns sich ein- und auslocken, wenn man das separat vorneweg festhält. Ich denke, das sollte die Antwort auch sein. Kommt noch eins. Ist bei dieser Form der Zeiterfassung auch möglich, seine Tätigkeiten zu erfassen?
in einem eingeloggten Zeitintervall. Also ja, ist möglich. Das heißt, wenn Sie prinzipiell einen Dienstplan von mir vorgelegt kriegen, der von 9 Uhr bis 18 Uhr funktioniert und in der Zeit ist quasi der Angestellte gegangen oder eher gekommen, als wie es vorneweg geplant war, dann ergreift das System automatisch die tatsächlich gearbeitete Zeit und überschreibt die geplante Zeit. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass Frau Vogel noch kurz ihre Folien beendet. Wir erfassen die Fragen an der Seite, dass wir noch kurz am Thema von Frau Vogel bleiben und dann, denke ich, können wir zusammen die ganzen anliegenden Fragen noch erklären, wenn das für alle Beteiligten so in Ordnung ist. Sehr gerne, weil gerade das Thema Kosten bei der Anschaffung, ich glaube, das kommt, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde hier nochmal ganz kurz weitermachen. Wir hatten jetzt gesagt, Zeit und Kompetenz ist wichtig. Was wir auch viel Zeit investiert haben, ist mal zu gucken, wie ist denn die aktuelle Situation? Ne? Wie laufen die Prozesse jetzt ab? Wir haben mal ein Prozessbild gemalt fürs Thema, wie läuft denn Urlaubsplanung ab? Wie läuft denn Zeiterfassung ab, um Verständnis dafür zu bekommen? Auch was verändert sich für die Mitarbeiter? Denn Veränderung ist für manche ja nicht ganz so einfach. Gleichzeitig muss man auch verstehen, Sie hatten gesagt, ne, mit einer langen und einer kurzen Woche und Samstagsarbeit und so weiter. Und das sind ja auch, sage ich mal, Abläufe, die sich verfestigt haben, gerade in Unternehmen, wo Mitarbeiter schon sehr lange arbeiten, ist gegebenenfalls auch der Wunsch, da das ganze System, was man sich da überlegt hat, mit zu übertragen. Und da wird es zum Teil schon komplex. Das heißt, diese Ist-Analyse durchaus auch sinnvoll, sich die mal gemeinsam anzugucken. Anforderungsdefinition unbedingt, also im IT-Deutsch heißt es Lastenheft, wirklich mal runterzuschreiben, was muss denn die Lösung können? Und das möglichst ganz genau, weil je ungenauer und unspezifischer es genannt ist, desto schlechter kann natürlich ein Anbieter auch eine Lösung anbieten. Und desto weiter könnte die angebotene Lösung dann am Ende auch von den Vorstellungen weggehen. Also das A und O. Hier macht es auch Sinn, mal Fördermöglichkeiten zu prüfen, also zu gucken, wenn man jetzt wirklich sich für eine Investition entscheidet, die Hard-Software-Investitionen mit bedient, die einen gewissen Umfang auch erreichen. Da gibt es zum Teil Mindestinvestitionen, an denen geknüpft sind. Aber wenn es um viel Geld geht, gibt es zum Teil ja auch Unterstützung von Bund und von Land, was das Thema Betriebsabläufe betrifft. Also da macht es auch Sinn, mal zu schauen. Ansonsten Branchenlösungen, das hatte ich vorhin schon gesagt, gibt es durchaus am Markt, muss es aber nicht unbedingt sein. Das Thema Softwarelizenz ist ganz wichtig, weil hier gibt es ja grundsätzlich den Unterschied zwischen, ich habe eine On-Premise-Version, also eine Software, die ich mir wirklich installiere auf meinem Laptop, auf meinem Computer, die dann irgendwann veraltet ist und ausläuft und die ich im Zweifel dann neu beschaffen muss, ähnlich von so einem Microsoft Office Paket, das ist aber immer mehr am Auslaufen. Also jetzt mit der App-Lösung, die ja auch Frau Flack hat, geht es mehr in Richtung Cloud. Also ein Unternehmen stellt einem eine Lösung ständig zur Verfügung. Es werden Aktualisierungen gefahren, Updates werden ganz schnell eingespielt, was super flexibel natürlich jetzt für Frau Flack ist. Wenn sie sagt, könnt ihr mal noch schnell das und das mit anpassen, hat sicherlich viele Vorteile, aber auch ganz andere Anforderungen, wenn es ums Thema Datenschutz geht. Also auch da verändert sich ja viel, gleichzeitig auch wieder das Aber, wenn es um Fördermöglichkeiten geht, wo wir einfach mal gucken müssen, wie ist das, wenn es um eine Software geht, die nicht gekauft wird. Ist das denn förderfähig? Ein weiteres wichtiges Thema ist die Anschaffung von Hardware. Das kann sein in so einem Terminal, ne, mobil, stationär, wie wir es vorhin gesehen haben. Das können Smartphones gegebenenfalls sein, wenn es die nicht schon auch als Diensthandy gibt. Tablets, Notebooks, Token zum Ranhalten, also da gibt es verschiedenste Varianten, die unter Umständen beschafft werden müssen. Und wir hatten es auch genannt, Einrichtung von E-Mail-Adressen oder Vergabe von PIN-Codes. Ich habe hier mal beides aufgenommen, weil gerade im Handel ist es ja nun nicht so, dass jeder Mitarbeiter über eine Dienst-E-Mail-Adresse verfügt. Das heißt, es gibt Alternativen, im Fall von Frau Flack mit einem vierstelligen PIN-Code, den ähnlich wie der PIN fürs Handy nur der Mitarbeiter kennen sollte. Und die man einfach nutzen kann, um sich dann auch in der Anwendung einzulocken. Und auch das Thema Datenschutz, natürlich soll der Mitarbeiter, der nebenan arbeitet, nicht unbedingt sehen, vielleicht wie viel Urlaub man hat oder wie viel Zeit man schon gearbeitet hat. Das Thema Anbindung an Lohnabrechnung sollte man definitiv auch beachten. DATEV, Export, Excel-Export sind alles Punkte, die gut funktionieren, die meisten Anbieter auch anbieten, wenn es jetzt um so eine App-Lösungen geht.
Da muss einfach die Kompatibilität geprüft werden, im Zweifel auch mal beim Lohnführer anrufen und schauen, könnt ihr das denn empfangen, das, was ich euch hier schicken möchte und auf welchem Weg funktioniert es? Also gibt es eine automatische Schnittstelle oder wird es am Ende doch wieder per E-Mail geschickt oder im schlimmsten Fall ausgedruckt per Post, ja? Also auch darüber muss man sich die Gedanken machen, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Lohnabrechnung nicht intern erfolgt, sondern eben durch ein Steuerbüro. Last but not least, und das wie gesagt auch nur nicht, das soll nicht vollständig unbedingt sein, das waren so ein bisschen die Punkte, die wir bei unserer Zusammenarbeit auch hatten, ist das Thema Datenschutzvereinbarung. Also im Zweifel auch mal gucken, wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel das private Handy doch mitgenutzt wird, was muss ich denn da beachten? Oder wenn es darum geht, dass technische Ausstattung während der Arbeitszeit genutzt wird. Ne? Frau Flack hat es gesagt, Handyverbot, wie gehe ich denn damit um? Was darf denn vielleicht auch mit einem Tablet passieren und was darf nicht passieren? Ne? Wir wollen ja auch nicht, dass dann während der Arbeitszeit bei diversen Versandhäusern geshoppt wird oder so. Genau, deshalb der Tipp auch an der Stelle, wenn Sie da vielleicht übermannt sind von der Menge an Anbietern, die es gibt, die meisten bieten Testversionen an, die kostenlos sind, bis zu 30 Tage, da kann man sich guten Eindruck machen, auch mal ausgiebig testen, kostet auch natürlich wieder Zeit zumindest, wenn auch kein Geld. Und da hilft durchaus auch wieder die Berater vom Zukunftszentrum Sachsen gern mit, einfach mal zu gucken oder sich einen Eindruck zu schaffen, was passt denn wirklich gut. Beim Thema Kosten hatte ich jetzt nochmal geschaut, also das spezielle Beispiel hier, Shift-Chuckler. Frau Flack, Sie können es ja später vielleicht auch nochmal sagen, was grob jetzt überschlagen man kostentechnisch rechnen muss. Ich habe nochmal nachgeguckt, also für so eine Größenordnung 16 bis 30 Mitarbeiter, es gibt meistens so eine Staffelung, ja. Hat man für die Nutzung für Dienstplan, Urlaubsverwaltung, Zeiterfassung und Arbeitszeitkonten mit 54 Euro im Monat für das komplette Unternehmen grob zu kalkulieren. Ja, also es hängt wirklich so ein bisschen, die machen das, also auch andere Anbieter, wir hatten ja verschiedene unter die Lupe genommen, machen es, meistens gibt es eine monatliche Pauschale, man kann das, wenn man es jährlich zahlt, auf jeden Fall nochmal einsparen, also das ist so die Erfahrung gewesen bei der Überprüfung, prinzipiell wird es für monatlich abgerechnet und auch je nach Anzahl der Mitarbeiter und bei uns sind es auch um die 500 Euro gewesen und ich mache es jetzt quasi seit Oktober. Habe auch die 30 Tage Test gemacht, wobei ich da sehr dankbar bin, dass wir vorneweg wirklich eine Auswahl getroffen haben und die Ist-Analyse und auch die ganzen Anforderungsdefinitionen gemacht haben, weil wenn man dann einmal die Testversion macht und da halt so viel Zeit investiert, um alles einzupflegen, um das dann auch in Echtzeit zu testen, dann sollte man schon ziemlich genau wissen, welche Software man da testet. Nicht, dass man dann die Zeit und die Mühe für mehrere Softwaren vielleicht noch investieren muss, bevor man die richtige Lösung gefunden hat. Aber die 30-Tage-Test habe ich genutzt und die hat mir auch echt geholfen, um dann zu sagen, genau, das ist das, was ich gesucht habe. Und dann haben wir da auch die Modalitäten alle mit 3 Klicks digital machen können und schon hat man die Software. Mhm. Hat also man ja auch schon kompliziert. Ja. Ja. Weil ist ja meistens auch so, ne, dass viele Anbieter sich damit mit Live-Terminen, Präsentationen, alles über in jetzigen Situationen auch über Videokonferenz zur Verfügung stellen, Fragen austauschen. Also die stehen auch zur Verfügung. Nichtsdestotrotz finde ich es immer sinnvoll, wenn jemand Externes, sage ich mal, einen kritischen Blick drauf wirft, der eben nicht den Anreiz hat, jetzt da eine Software zu verkaufen zu müssen. Ne? Genau. Und was war jetzt der Horizont, die Investitionsgrößen oder auch die Kosten, mit denen ich jetzt rechnen muss? Ungefähr pauschal? Also bei mir jetzt, wir sind 10 Angestellte plus Chefs, also ich habe quasi für 14 Leute sozusagen Stand jetzt die Möglichkeit, Zeiterfassung durchzuführen. Und das sind um die 500 Euro die Software fürs Jahr und zusätzlich natürlich einmalig die Anschaffung der 3 Tablets für die Filialen. Und da liegt es ja an jedem, welche Größe und welche Software und wie viel Speicherplatz die Tablets haben müssen. Aber ich glaube, da ist man zwischen 100 und 200, 300 Euro schon weit dabei pro Tablet. Also je nachdem, welche persönlichen Anforderungen auch jeder dann an das Tablet neben der App stellt. Ne? Und das Tab ist ja dann eine Einmalinvestition, genau. In der Hoffnung, ne? Also wenn, dann sind die laufenden Kosten ja auch überschaubar. Genau. Wenn man bei größeren Unternehmen mit den 54 Euro mal pro Monat kalkulieren, dann ist das das, was das kostet, die laufende Lizenz und etwaige Investitionen in Tablets. Also das ist, glaube ich, noch schon überschaubar. Ja.
Und für mich sind es wirklich im Monat locker flockig 5 bis 10 Stunden, die ich an Zeit spare. Und für 50 Euro ist das einfach nicht gut zu machen. Also das hat sich mehr als rentiert sozusagen. Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, weil ne, die Zeit, wenn man es mal umrechnet, was man als Inhaber, Geschäftsführer, Stundenlohn sich ungefähr geben müsste, wie viel Geld das ist und dann mal gucken, wie viel kostet denn so eine Lösung. Ich glaube, das gibt nochmal einen guten Überblick. Ne? Ist denn sowas für mich lohnenswert für den laufenden Betrieb? Hier nur noch ein ganz kurzer Exkurs. Was sind denn so Rahmenbedingungen rechtlicher Art, die wir da beachten müssten? Ich würde es ganz kurz mal durchklicken, Ihnen einen kurzen Überblick geben, damit wir noch zu Ihren Fragen kommen. Das heißt, auch wenn es hier Fragen gibt, gerne im Nachgang nochmal Bescheid geben. Einen wichtigen Punkt hatten wir eingangs schon genannt, das ist die Einhaltung der Arbeitszeitregelung, die man hier automatisch in der Regel mit abdecken kann, weil die tägliche Arbeitszeit eben objektiv gemessen wird. Wir hatten über das EuGH-Urteil gesprochen, also um dass überhaupt Arbeitszeit zu erfassen ist. Ein wichtiges Thema, was tatsächlich auch von unseren Justizianen in der Kammer aufgebracht wurde, ist das Thema Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten. Das klingt ganz schlimm, aber ja, auch die Datenschutzgrundverordnung greift in Bezug auf personenbezogene Daten der Mitarbeiter. Also auch hier einfach mal gucken, was gibt es? Ist es irgendwo erfasst, dass die Mitarbeiter Informationen, in dem Fall muss ja zumindest der Name dabei sein, es muss das Stundenvolumen dabei sein und vielleicht auch Besonderheiten wie an welchen Zeiten darf ich nicht arbeiten? Also man darf, Beispiel Schwangere, fällt mir jetzt wieder ein, nicht zum Beispiel sonntags arbeiten, soweit ich weiß, dann kann das alles eingepflegt werden und wird automatisch verarbeitet, aber es muss halt entsprechend auch gekennzeichnet sein. Regelung zur Nutzung von IT-Ausstattung heißt, wir haben es ja zum Beispiel so gemacht, ne, der Termin zur Einweisung war wirklich auch im Sinne einer Mitarbeiterunterweisung geplant mit Unterschrift, dass die Mitarbeiter zur Kenntnis genommen haben, dass dieses Tablet, was es nun jetzt gibt, tatsächlich nur zum Zweck der Zeiterfassung, in dem Fall auch für die digitalen Kataloge genutzt wird um Fotos zu machen für bestimmte Zwecke. Also das ist auch ganz wichtig, das einmal ganz genau zu definieren und die Erwartungen auf beiden Seiten abzuklären. Im Zweifel sollte irgendwo auch nochmal geklärt werden, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel ein Tablet kaputt geht, weil es runterfällt. Das muss ja nicht mehr unbedingt mit Absicht sein, aber was passiert denn im Schadensfall mit dem Tablet? Ist das in irgendeiner Weise versichert? Ne? Also Frau Flack hatte mir da auch nochmal gespiegelt, dass Geräteversicherungen sehr, sehr viel Geld kosten, man sich aber einfach überlegen muss, lohnt es sich denn, wenn man jetzt ein Tablet für 100, 200 Euro beschafft hat, wenn das einen Sprung im Display hat. So als Beispiel. Ansonsten allgemeine Mitarbeiterinformationen, vor allem dann wichtig, wenn es um die Nutzung auch privater Geräte geht, dass man explizit nochmal darauf hinweist, für welche Zwecke diese, zum Beispiel E-Mail-Adresse, privater Art genutzt wird. Genau. Hier nochmal ein paar Fakten zum Zukunftszentrum Sachsen. Wir hatten jetzt über das Thema gesprochen, digitale Zeiterfassung. Sie haben ein bisschen kennengelernt, wie wir das Thema angegangen sind, also die Frau Flack und ich. Themen können diverser Art sein. Grundsätzlich, wenn es neben der Zeiterfassung andere Themen gibt, die sich um die Digitalisierung der Arbeitswelt drehen, sind wir durchaus Ansprechpartner. Das heißt, wir gucken uns an, wie kann denn Ihre Organisation, Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig werden mithilfe von digitaler Unterstützung, aber auch die Mitarbeiter. Ne? Also im Fall von Frau Flack wieder. Wir haben gesagt, es ist unglaublich eine Bereicherung, wenn man sich da ein digitales Tool mit ranzieht, um Zeit zu sparen. Frau Flack ist flexibler. Und gleichzeitig ging es halt auch darum, die Mitarbeiter im Umgang mit Tablets zu schulen, mal zu zeigen, wie schalte ich es an, wie melde ich mich ab, wie kann ich denn vielleicht, wenn ich jetzt nicht mehr zurückfinde, alle Apps auch wieder schließen. Also eine einfache Handhabung, aber auch dafür stehen wir natürlich gerne mit zur Seite. Das Ganze, also diese Beratung in dem Fall, aber auch die Qualifizierung ist für kleine, mittlere Unternehmen mit Sitz in Sachsen kostenfrei. An der Stelle, ich hatte gesehen, dass wir auch Teilnehmer haben aus anderen Bundesländern. Einfach mal gucken, die Zukunftszentren wird es auch in zeitnaher Zukunft, wenn es nicht schon gibt, auch in Ihrem Bundesland sicherlich eine Anlaufstelle geben. Denn das Ganze ist für Unternehmen, die in diese KMU-Kriterien fallen, auch kostenfrei. So. Ich würde noch einen letzten kleinen Hinweis loswerden wollen. Wir haben schon die nächste tolle Online-Veranstaltung geplant und zwar genau am 26. Februar. Ich sehe gerade, hier ist ein Schreibfehler. Also am 26. Februar, heute in einem Monat,
gleiche Zeit, gleicher Ort, also nicht ganz, nicht der Link. Da geht es ums Thema Information. Darf ich dich kurz unterbrechen? Es ist tatsächlich der 25. Okay. Ja gut, Marie, dass du dabei bist. Also wir haben auch unsere Referentin mit dabei, die Marie von der HWK, also der Handwerkskammer Dresden, die beim nächsten Termin dann über das Thema Informationsaustausch im Unternehmen berichtet, auch wieder mit einem Praxisunternehmen, einer Tischlerei dabei. Also ganz spannendes Thema wieder. Wenn Sie da Lust und Zeit haben, melden Sie sich gern schon mal mit an. So, da wir jetzt ein bisschen über der Zeit sind, bitte einmal mit den Fragen und go. Sie können sich gern mit Ihrer Kamera zuschalten, mit Mikrofon, die Fragen direkt stellen und wir gucken vielleicht einfach noch mal parallel, was im Chat zusammengekommen ist. Ja, ich glaube, wir haben die meisten Fragen währenddessen schon beantwortet. Tut uns leid, wenn wir dich da manchmal ein bisschen dann rausgebracht haben oder unterbrochen haben. Wir haben hier noch eine Frage. Gibt es Ihnen bekannte Lösungen, die Projektmanagement und Zeiterfassung abdecken? Also diese Kombination. Also gibt es tatsächlich Lösungen dafür? Müssen wir einfach mal individuell schauen. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, aber da gibt es wirklich Lösungen, die auch für projektbezogene Arbeit gut geeignet sind und das Thema Zeiterfassung mit umfassen. Falls es da nochmal die Kontaktaufnahme bedarf, gern über die allgemeine E-Mail-Adresse info@zukunftszentrum-sachsen.de, dann leiten wir das immer an die entsprechenden Beraterinnen und Berater weiter oder aber auch direkt, wenn Sie schon wissen, mit wem Sie gerne sprechen möchten, dann finden Sie die Kontaktdaten auch auf unserer Website www.zukunftszentrum-sachsen.de und können sich dann direkt an die Frau Vogel beispielsweise wenden. Dann haben wir eine Frage, die ist, glaube ich, ein bisschen, welche Fördermöglichkeiten gibt es speziell dazu? Ja, es gab und gibt ein Programm E-Business, das ist von der Sächsischen Aufbaubank gefördert, das ist auch nach wie vor in diesem Jahr möglich zu beantragen. Da geht es um Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Und wenn ich mir das angucke, ne, wir hatten ja auch die Prozesse bei Stilecht-Lederwaren angeschaut, da sind doch einige Prozessschritte etwas verändert worden, das Ganze ist vereinfacht und ja, schneller, flexibler geworden. Also da hat sich vieles zum Guten gewendet. Das heißt, das wäre durchaus ein Programm, was man sich mal anschauen könnte, gerne auch gemeinsam, wo wir einfach mal schauen, wie und was soll denn da formuliert werden für die Beantragung. Da können wir gerne nochmal zusammenschauen. Da haben wir auch Experten auf jeden Fall in der Industrie- und Handelskammer, die speziell zum Thema Förderung beraten können, im Zweifel, wenn ich da jetzt da überfragt wäre. Ein paar haben sich schon bedankt und schalten sich auch aus. Also vielen Dank an diejenigen, die jetzt schon weiter müssen. Mhm. Wir warten noch kurz ab, aber ich glaube, momentan sind keine Fragen offen. Ja, vielleicht an die, die noch zuhören, von mir nur das Feedback, sich nicht zu scheuen, die Unterstützung von solchen Zukunfts- und Futterzentren anzunehmen, weil es hilft echt, wenn man selbst sich ein bisschen verrannt hat, von jemand extern da einen Plan an die Hand zu bekommen und auch mit den Füttermöglichkeiten einfach geführt zu werden. Wo muss ich gucken, wo muss ich fragen? Also ich habe mich echt gefreut über die Unterstützung und es hat viel Spaß gemacht und mir viel Arbeit genommen. Vielen Dank nochmal für das liebe Lob, da freue ich mich. Und das kann ich nur weitergeben. Ne? Also wir haben jetzt hier ein Beispiel tatsächlich aus der Region Chemnitz natürlich heute mitgebracht, aber wir sind ja sachsenweit vertreten, also mit Kollegen in Dresden, in Leipzig. Kommen zu jedem auch hin, sofern Corona das wieder zulässt. Ansonsten bieten wir aktuell natürlich selbstverständlich auch die Möglichkeit, über eine Telefonkonferenz, über eine Videokonferenz mit Ihnen mal ins Gespräch zu kommen. Ihnen Möglichkeiten zu zeigen, auch an Themen zu arbeiten, in Online-Workshops. Also wir sind da schon sehr erprobt mittlerweile im Team und stehen Ihnen da gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Christine, auch nochmal an dich. Genau, hier kommt auch nochmal ein Lob. Herzlichen Dank und es war sehr informativ und auch lebhaft präsentiert. Sehr gern. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Mit der Frage, die Unterlagen, die wir heute gezeigt haben, werden ja auch wieder im Nachgang zur Verfügung gestellt. Also Sie bekommen nochmal zeitnah da eine E-Mail mit den Unterlagen, auch nochmal mit den Kontaktdaten. Und ansonsten, wenn es Fragen gibt, das Ganze kann man sich auch nochmal, so wie es heute gezeigt wurde, online angucken bei uns auf dem YouTube-Kanal. Deshalb, ja,
von meiner Seite auch ein ganz herzliches Dank für alle, die sich heute zugeschaltet haben, die interessiert waren, die heute vielleicht auch was Neues gelernt haben, und allen schon mal eine schöne Woche. Alles Gute, bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese verrückte Zeit. Vielen Dank und ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen, genau.